Das ist er, der neue Rennbolide von Martin Rossi Rossgatterer. Der Mühlviertler enthüllt sein Rallye-Auto vor knapp 1000 Fans in der Stockschützenhalle in Putzleinsdorf. Ab Freitag will er gemeinsam mit Co-Pilot Philipp Hahn bei der internationalen ADAC 3-Städte-Rallye vorne mitmischen. Ja, gewaltig. Also man sieht, was da los ist. Ich weiß, was da auf Tiers geschrieben wird. Das ist in Österreich einzigartig. Also was sich da rührt, und da kribbelt es natürlich gewaltig. Die Nachwuchselite ist da, es sind richtige Spitzenfahrer da. Ich freue mich, dass ich mich mit richtig coolen Leuten messen kann. Wir wollen natürlich ganz cool mitfahren. Ich freue mich am meisten auf das, dass ich mit Martin wieder 4 Tage im Auto verbringen kann. Und meine zweite Ehefrau, und da, das wird eine Gaudi, und da haben wir einen Spaß dabei. Und mit diesem Auto wollen die beiden die internationale Konkurrenz aufmischen, einem Opel Corsa Rallye 4, nagelneu und direkt vom Werk in Frankreich. 1,2 Liter Hubraum, 3 Zylinder, ca. 200 PS und richtig viel Gaudi. Wie schnell kann man da fahren damit? 165 km/h Spitze, aber das genügt halt für unseren Mühlviertler Güterweg. Leicht wird's allerdings nicht. Die Konkurrenz ist stark, die Strecke trotz Heimvorteil unbekannt und das Auto selbst ungewohnt, weil keine Zeit mehr zum Testen bleibt. Nach 2 Unfällen bei den letzten beiden Rallyes muss sich Martin Rossgatterer wieder mit einem neuen Wagen anfreunden. Ja, im Normalfall geht man testen, man lässt auf Strecken sperren, sitzt in das Auto, probiert verschiedene Setups. In der Kürze der Zeit wird das bei uns wahrscheinlich ein wenig schwierig werden. Somit werden unsere ersten Testkilometer auf der ersten Sonderprüfung im Peilstein basieren. Und naja, gut, dann schauen wir halt, vielleicht verlieren wir ein bisschen was am Anfang, aber vielleicht können wir es zum Ende der Rallye wieder aufholen. Von 14. bis 16. Oktober werden 13 Sonderprüfungen gefahren, mit insgesamt 173 Rennkilometern. Etappen im Mühlviertel, in Peilstein, Kohlerschlag und Julbach, veranstaltet vom Motorsportclub Kohlerschlag. Also mit denen haben wir nicht gerechnet, heuer wieder, dass das so viel Arbeit ist. Wir haben jetzt wirklich einen Monat wirklich intensiv dabei. Also wir freuen uns schon auf nächste Woche. Jetzt haben wir nur ein paar Tage und dann geht's los. Also die Vorfreude ist riesig. Insgesamt werden am kommenden Wochenende mehr als 400 freiwillige Helfer im Einsatz sein und den Bezirk Rohrbach zum Mekka des Motorsports machen, inklusive Formel 1 ähnlichem Rahmenprogramm. Es wird eine Flugshow geben, es gibt DJs, es gibt Hubschrauberrundflüge, beheizte Zelte, also es wird wirklich ein Rahmenprogramm geben, das was einzigartig ist und das was, glaube ich, noch nie gegeben hat in der Szene. Die Veranstalter rechnen mit über 10.000 Fans an den Strecken. Das wird auch Lokalmatador Martin Rossgatterer und Philipp Hahn beflügeln. Sie wollen mit ihrem neuen Auto ein siegreiches Comeback feiern.